meine Master Crew, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter wie im Landwirtschaftssimulator 2017 auf der guten alten Wesermarsch. Klein, aber fein. Mit dem Svenskrupp TV. Jo, hallo, meine Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf der Wesermarsch. Ich glaube, er hat eigentlich schon alles Wichtige gesagt. Und ja, wir melden jetzt einfach weiter. Ich will mir lieber nichts versprechen. Ich will mir lieber nichts versprechen, ja? Wegen was? Letzte Folge habe ich gesagt, wir machen das Feld fertig, ja? Ich habe nichts geschafft. Hast du einen Timer? Ich starte gerade. Timer ist gestartet. Wie lange machst du? Viertelstunde? Ja, haben wir jetzt immer gemacht, also würde ich es mal sagen. Ich habe einfach nur die alte Eieruhr gestellt. Die wird sowieso früher oder später wieder hängen bleiben. Ja, das sagt der sich damit nicht auskennt, du. Der sich nicht... Ist der Sven ein lizenzierter Eieruhr-Experte? Nicht, dass ich wüsste, oder? Nein, aber ist der liebe Herr Raptus-Erde ein lizenzierter Pickup-Fahrer? Nein! Er ist nur lizenzierter Erntehelfer. Hallo. Dass ich sozial zur normalen Schicht gehören darf. Ich bin hier lizenzierter Bauer, du. Du bist sogar Miteigentümer des Lohnunternehmen Rapstrom TVs, also. Das war der falsche Knopf. Wir kommen mit dem Feld, oder mit der Wiese besser gesagt, durch. So folge ich. Ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen. Ich bin gerade so blöd ein bisschen für GPS und für meine Tastenkombinationen, aber ihr kennt's ja, ne? Das ist Raptus Erde. Ihr kennt ihn ja alle. Ja, wir müssen eigentlich alles noch versorgen. Wir machen eine Kettensäge, also wenn irgendwo ein Baum im Weg steht, das Kleinholz. Also aktuell gefällt es mir auch, wie die Bäume platziert sind. Deswegen aktuell nicht, aber wir könnten theoretisch ein Sägewerk Placeable, wenn wir genügend Geld haben, auch platzieren, auch Saatgutproduktion. Da würde ich aber lieber Schweinefutter und Schweinefutter, Dünge und Saatgutproduktion und wir haben ja die Voraussetzung, um die zu betreiben, wenn wir genügend Tiere haben. Schweinefutterproduktion, Kuhfutter. Wir haben ja erstmal 12 Big Bags an Schweinefutter. Trotzdem würde ich so wenig wie möglich auf solche Big Bags gehen und die einfach erstmal stehen lassen. Für wenn wir dann irgendwann sie nicht mehr ganz versorgen können, haben wir sie dann immer noch. Ja. Ich hoffe, heute mit dem Feld durchzuwerden. Hoffentlich. Hoffentlich. Das gleiche hoffe ich mit der Wiese hier. Wenn ich mit der Wiese durchkomme. Dann kann ich mich dann schwadern und sammeln. Nee, den Schwader krieg zuerst ich, du. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber Anspruch der einfach. Obwohl, so ich könnte auch schon mal die nächste Wiese mähen, die Zeit, aber das lohnt sich nicht, weil wir erstmal Tiere an das Gras an den Tiere verfüttern müssen. Du liegst gerade ein bisschen. Stärke, ja, du hast bei mir auch manchmal bei der Anmoderation. Aber ich würde erst sagen, bevor ich ein zweites Feld mähe, dass ich wirklich hier hingehe und das verfüttere. Damit die Tiere nämlich genügend Gras haben, um die Produktivität zu steigern. Wer macht denn über Gras? Die Schafe und die Kühe, oder? Yep. Ich schau mal, das und die brauchen beide, das habe ich schon geschaut. Die sind nicht auf 100% voll. Deswegen gucke ich jetzt so schnell wie möglich auf 100% versorge, dass wir die Möglichkeit haben, dann auch erstmal genügend sozusagen in den Vorrat zu bringen, dass wenn wir dann zum Beispiel auf die Ernte warten und die Zeit vorspulen. Ja. Okay. Wir warten auf die Ernte und spulen die Zeit vor, dann müssen die alle versorgt sein. Genau. Beziehungsweise danach müssen wir genügend haben, nach diesem Vorspulen, das müssten wir genügend im Lager haben, um die zu versorgen nach so einem Vorspul. Mhm. Das meine ich mehr.
Ja, ich werde diese Folge fertig, oder? Ja, sieht gut aus. Das gleiche gilt hier auch. Wenn ich nicht so. Ich will ja nichts stehen lassen. Mal blöd, wenn was stehen lässt. Mit meinem Nachhinein ja, wegmachen. Dann müssten wir uns so langsam auch mal überlegen, ob wir nicht in neue Felder investieren. Wir haben auch genügend, auch so Felder, von denen man nicht weiß, dass sie einen gehören, weil es keine Nummer hat. Zum Beispiel eins mit Sojabohnen, habe ich gesehen. Du hattest vorher nochmal was von Körnermais geredet, dass wenn ich das Feld durch habe und gesät habe. Ja, wir haben da noch das andere Feld mit Körnermais, das glaube ich im letzten Wachstumsstatus ist. Ja, und du hattest noch ein Feld gesehen, was nicht beschriftet war mit Körnermais. Ja, muss ich später nochmal gucken. Das erntereif war, hattest du gesagt. Das sollten wir dann auf jeden Fall runterbeißen, weil die Schweinchen verhungern sollen. Na, die haben noch erstmal genügend, also hauptsächlich, was die Schweine halt so. Wo ich ganz ehrlich sagen würde, lass uns erstmal die Schweine vernachlässigen, die Kühe kümmern und um die Schafe kümmern. Ja, bei Schweine kann man nur die Schweine verkaufen. Bei Kühen und Schafen ist so, dass man Produkte hat von denen, die man verkaufen kann. Bei Schafen die Wolle, bei Kühen die Milch, die sich automatisch nachts verkauft, außer man deaktiviert das. Ich glaube, es wird dir nicht gefallen, wenn ich jetzt den. Wenn ich dir jetzt den Schwader klaue, oder? Na. Wenn ich, könnte ich auch bei dir. Im Idealfall könnte ich gerade bei dir drüber fahren. Ja, oder so. Dann schwaderst du schon mal die Rotschwaden, die hier liegen. Am besten nicht das Vorgewende, sondern erstmal die Bahn, die ich schon gefahren habe. Dann würde ich auch gerade mit dem die Ballenpresse schon mal hochbringen, weil ich würde mit Ladewagen fahren. Ja, ich würde hier Ballen machen. Das heißt, weißt du was, Schwader hier einfach die Bahn, die ich schon gefahren bin. Und dann nimm den Schwader mit. Und dann werde ich sicher auch fertig sein, bis du kommst. Ja, sind noch 5 Bahnen sicher. Du wolltest die Ballenpresse, ne? Oh nee, ich muss den Schwader mitnehmen, ja. Da kann ich denke ich kann nicht beides mitnehmen. Ich wollte den Schwader und Ballenpresse. Der Ballenpresse musst du erstmal warten. Erstmal kommt der Schwader. Ja, natürlich. Schöner Zweikreise, Schwader von Kuhn. Haben wir eigentlich einen Zweikreise, denkst du? Ne, wir haben diesen. Okay, der Verkehr hat sich hier ein bisschen aufgehangen. Schalt ihn einfach aus, der hat mich vorhin schon angekackt, ey. Nicht vom Lenkrad abrutschen, habt das Erde. Verkehr ist ja erstmal abgeschaltet. So gut er auch ist, nicht immer ganz passend. Der liebe, gute, alte Verkehr. Da kommt da das, wenn es um TV-Mappen deutet. Wiese 4 gehört uns auch. Ich werde vorher mähen sollen. Ja, aber ich weiß nicht, ob die erntereif ist. Oder ist alles krass, was du generell auf dem Map gesehen hast? Müsste erntereif sein, so wie ich das auch sehe. Ach, lohnt sich ein Vorgewende zu fahren? Ich weiß es nicht. Ja, also hier wird sich lohnen, Vorgewende zu fahren, aber das möchte ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich mache teilweise noch, zumindest da, wo ich fahre, mache ich sicher noch Stroh ins Vorgewende rein. Deswegen sage ich, fahre erst von da unten die Bahn. Also Bahnfahrt soll ich jetzt erstmal machen. Ja. Einfach geradeaus, so wie die Bahnen sind. Weil ich habe hier noch drei. Ich werde Bahnen nicht über GPS fahren, ich hoffe, das ist jetzt kein so großes Problem. Nee, das ist. Bahnpresse werde ich ja auch so freihand dann machen. Ich würde immer so ungefähr 2 Bahnen zusammen schwadern. So, vorletzte Bahn. Das sieht schon mal gut aus. Wir kriegen wir das hin, ne? Ah, das sieht doch eigentlich ganz gut aus hier mit dem Schwader.
Sagte, mach Nachgewände bitte, weil ich nur das Vorgewände nicht fahren kann. Falls du das verstanden hast. Jetzt solltest du es verstanden haben. Mach Nachgewände, weil ich das Vorgewände noch ein bisschen versauere mit meinen Fahrten im Moment. Oh, come on. Gut, ihr habt's gehört. Das war die Folge von vor 2 Wochen. Das Blüm. Die ist jetzt fertig mit Schneiden. Als ob der Schwader sich hier festgefahren hat. Ah, ich hab ihn frei. Manchmal kann man dir auch nicht helfen. Das heißt ja, manchmal kann man mir auch nicht helfen. Nein. Du bist manchmal ja auch beratungsresistent. Also gut, jetzt nehmt ihr alles zu Sven zum Video und schreibt Hashtag beratungsresistent in die Kommentare. Vielen Dank. Und gebt allen Dislike. Aber nur wenn ihr ihn begründen könnt. Alter, mach nochmal. Ich mach da einen Screenshot von, wenn ihr das nochmal macht. Mach ich aber nicht. Zumindest nicht, wenn du da bist. So blöd bin ich doch nicht. Ich würde am liebsten das Gras schwadern. Das geht ja schlecht. Weil ich erst das Stroh schwadern muss. Wenn du willst, kannst du jetzt auch ein Vorgewende fahren. Nur hier wird noch der Drescher. Steht halt noch der Drescher und der Pickup rum. Nö, ich fahre erstmal hier so die Bahn. Werden wir vermutlich in der. Hat der Drescher noch was? Ja, tatsächlich hatte noch was. Guck mal, ob es sich vielleicht lohnt, das Weizsams vielleicht zu verkaufen. Ne, ich schmeiße erstmal ein Silo. Das können wir immer noch gucken. Mit einem Pickup auf dem Feld, du. Dafür ist er gemacht. Dazu hat er auch förmlich Allrad. Nö, hab ich noch nicht mal an. So ein Pickup hat Allrad, so im Allgemeinen. Ja, aber ich hab's trotzdem nicht an. Wird nicht gefragt, ob du es anhast, wird nur gefragt, ob ein Pickup Allrad hat. Ja, doch, passt. Perfekt. Oh, das ist eng hier hinten, die Durchfahrt, aber kein Problem für Raptors Erde, er verkackt schon. Ja, so hat. Anders hätte ich es von dir auch nicht erwartet. Ich würde mich freuen, wenn der Drescher bald möglichst wegkommt. Wo hängen wir? Hängen nicht ernsthaft an der Hauskante. Doch, das tun wir immer gerne. Jetzt hau raus. Stopp das. Aber ganz schnell, du. Aber ganz flott, du. Los. Das hier teilweise für Manöver gefahren. Aufwendige. Wo ist. War vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ich brauche jetzt einen Trecker. Nimm den Case, der hat noch einen Frontlader dran. Ich brauch gar nicht den Frontlader. Lass ihn einfach dran. Jetzt solltest du vielleicht mal einen Drescher wegfahren, weil ich kann sonst mich nicht weitermachen. Na, ich bin doch gerade dabei, den Pickup weg. Das hat keine Bedeutung. Dann fahr den das kann nämlich halt vom Feld runter. Das kann mit dem Wegbringen erstmal egal sein. Solange das im Anhänger ist, ist das ja gut. Nein, das ist nicht gut. Doch, das Feldarbeit geht vor, basta. Man immer alles selber machen muss.
krass über die Zäune springen, das mache ich auch immer. Also im normalen Leben kein Problem. Na, passt es, passt es. Okay, da muss in die Kurve kommen. Ja, perfekt. Das ist die Abmoderation. Ah, okay. Perfekt. Das heißt, war wieder. Ja, da kommt das ordentlich. War wieder eine schöne, saftige Folge. Und die Ernte ist fertig. Die Ernte ist fertig. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschö. Tschö.